zweifellos schon lange verlassen. Bombarda! Konfringo! Bombarda! Konfringo! Waren sie auf dem Weg. Hallo, Homo. Die Kampfquests gehören, wie gesagt, irgendwie dazu. Das ist nicht mal ein cooler Schatz ist hier, ja? Oder sehen wir nicht. Aber auch mal interessant, dass man hier für... Konfringo! Leute, wir können das auch lassen, ne? Ihr müsst mich nicht angreifen, dann ist es für mich einfacher und für euch auch, denn ihr könnt dann leben. Ja, gut, interessiert euch nicht. Ich hab schon verstanden. Konfringo! Schlasse! Ist das ja nicht so einfach. Aber wir haben erstmal... Ne, das ist das falsche... Ich gehe mal ins falsche Menü. Wir haben weitere Ausrufezeichen, Symbole hier bekommen auf jeden Fall. Nämlich mit Inferi sind wir fertig. Jetzt fehlen noch Sumpfkattler. Berüchtigte Gegner, Spinnen, ja, Trolle fehlen uns noch ganz viele. Trolle und Straßenköter. Straßenköter werden wir als nächstes haben. Wir kommen hier echt gut voran, Leute. Das ist... Also es geht hier Schlag auf... Ja, Schlag letzten Endes, ne? Noch ganz schön viele sogar. Also 10 Stück noch. Hätte ich nicht gedacht. Was ist hier noch neu? Ja, wir können auch mal in den Raum der Wünsche gehen. Was ist hier noch alles neu? Jetzt aber nichts mehr hier. Ja, und Ausrüstung findet man in diesem Spiel so viel. Thank you.
Schade, dass das niemand gesehen hat. Alohomora. Oh, ich muss das jetzt bei Truhen machen. Boah, wie ich mich jetzt geärgert hätte, wenn ich hier hingegangen wäre und diesen Zauber noch nicht hätte, weil ich diese Demming-Geist nicht gesucht hätte, ne? Dann ist es auch noch einfach ein dämliches Rätsel. Wäre sicher interessant zu sehen, wohin sie führt. Ich kann hören, wie die Inferi die Tana gerufen hat. Näher kommen. Es war mir eine Ehre, als Fluchbrecherin für Gringo zu arbeiten. Ich hätte merken müssen, dass man Tana nicht mehr trauen kann. Immerhin war sie meine Partnerin. Ich hoffe, Sie vergeben mir, dass ich in dieser Hinsicht versagt habe. Bitte sagen Sie meiner Familie, dass ich im Kampf gefallen bin. Rebellion. Confringo. Ich meine, irgendwie ist hier alles... ein bisschen verflucht, ne? Ich bin tatsächlich gar nicht so böse, wenn mir das gerade nicht angezeigt wird, weil dann mache ich das nämlich jetzt auch nicht. weil hier muss ich nämlich ja auch noch diese komischen Karten machen wir dann nächstes Mal. Dann machen wir jetzt noch... Boah, ich habe schon wieder was dazu bekommen. Warum komme ich so viel dazu? Was ist denn hier los? Zwei auch noch direkt. Achso, ich habe gegen zwei gekämpft. Ja, stimmt. Dann gehen wir nämlich im nächsten Stream ein bisschen auf Schatzsuche. Habe ich nicht aufgepasst. Wie viel brauche ich noch? 13 von 40. Ich habe noch so viel Platz. Das ist gut. Dann gehen wir nämlich im nächsten Stream ein bisschen auf Schatzsuche. Jetzt fliegen wir mal nach hier und sprechen mit dem Guten. Dann machen wir diese Mission noch. Und dann ist Ende für heute im Gelände. Dann machen wir im nächsten Stream die Schatzsuchen. Und diese Mission hier, in der Hoffnung, wir bekommen das alles hin. Was, 37, wir sind nicht 37, vielleicht machen wir das doch nicht. Welches Level haben wir denn? 36, fast 37. Ja, dann machen wir das noch nicht. Dann machen wir erst das hier. Wie gesagt, ich mache immer nur Sachen, für deren Stufe das Spiel mich auch geeignet hält. Was aber ja auch, glaube ich, irgendwie nachvollziehbar ist. Das heißt, wir machen als nächstes dann, wie gesagt, Schatz suchen. Ich bin mal gespannt, ob wir da nicht vielleicht sogar schon Stufe 37 mit erreichen. Dann müssten wir nämlich nur noch
Wie heißt es? Mit den Leuten reden und kommen dann in der Hauptquest auch weiter. Die Strecke sieht ziemlich leer aus. Hoffentlich ist alles in Ordnung. Hier drüben! Ich bin ja hier, hi. Hallo Imelda, da bin ich wieder. Die Strecke ist ein bisschen weit weg vom Schloss, oder? Offensichtlich. Und zu weit für die meisten Mitschüler. Erbärmlich. Sie sollten mich anflehen, die Rennen weiterzuführen, statt Angst zu haben. Unser neuer Fünftklässler ist tatsächlich aufgetaucht. Wirklich beeindruckend. Das ist... also... danke? Ich bin oft ungeduldig. Mich frustriert, wenn Leute Dinge nicht so ernst nehmen wie ich. Meiner Erfahrung nach trifft das auf die meisten zu. Lass dir das nicht zu Kopf steigen. Aber genug geplaudert. Ich bin zuversichtlich, dass ich eine unschlagbare Zeit aufgestellt habe. Wir sehen ja gleich, wie ich mich schlagen werde. Ich bin bereit. Gleich wirst du verlieren. Könnte sein, ja. Das war nicht allzu schwer. Die sind Lecks, ne? Deswegen habe ich auch eben die Dinger nicht getroffen, weil wenn es so leicht laggt. Geflogen, wenn ich das so sagen darf. Ja, also darfst du dir immer selber loben, ja. Wunderbar. Die Strecke ist aber cool. Großartig. Das läuft richtig gut. Ziemlich übermütig bei dir, ne? Maestro. Ja, das war nicht allzu schwer. Trotzdem hat ein Ring vorbeigeflogen, ne? Schon gut. Damit hatte ich gerechnet. Hä? Du musst dich schon mehr anstrengen, wenn du meine Zeit. Aber ich war doch schneller! Bei dieser Strecke geht es um deine Konzentrationsfähigkeit. Jede Kurve fordert einen. Ach nee, ich war nicht schneller, weil ich diese. Du darfst niemals zögern. Den Ring verpasst hab, ne? Imelda Reyes, berätst du gerade die Konkurrenz? So würde ich es nicht nennen. Nein, nur unter Freunden. Das ist alles. Also noch ein Versuch? Ich bin bereit. Danke, Imelda. Natürlich. Ab mit dir.
Auch weil ich den blöden Ring verpasst habe. Aber die Strecke macht Spaß und jetzt ohne Lags ist es auch, man merkt es glaube ich auch, ne? Es ist deutlich angenehmer zu fliegen. Gut geflogen, wenn ich das so sagen darf. Zu schwer. Großartig. Wie immer, wenn er sagt, das war nicht allzu schwer, dann kommt der Fehler bei mir. Gut. Sag das bitte nicht! Du machst mich wahnsinnig, ey. Das war wohl nichts. Ja, immer wenn du sagst, das war richtig gut, kommt sowas Doofes, ey. Immer das gleiche mit dir. Setz mich nicht unter Druck. Zwei Ringe verpasst hab. Aber ich war auch schon unterwegs, ne? Ne, nur zwei. Okay, das ist so. Ah, nur ein. Okay, das ist okay. Dann wird sie jetzt nicht begeistert sein. Aber muss sie auch nicht. Das war gar nicht schlecht. Beeindruckende Arbeit. Aber freu dich nicht zu früh. Ich hole dich sofort wieder ein. Ja, ist mir vollkommen egal. Mach das alle ruhig. Meine Familie wird es nicht glauben, wenn ich ihnen davon erzähle. Sie sind fast so ehrgeizig wie ich. Fast. Fast. Hast du deinen Ehrgeiz von deiner Familie? Kann man so sagen. Mein Großvater spielte Quidditch für Eintracht Pfützensee. Und mein Vater? Naja, er war Jäger für Slytherin. Musste aber aufhören, als ein Fluch sein Knie ruinierte. Er meint, es war der Gryffindor-Treiber. Und ich verliebte mich ins Fliegen, als ich zum ersten Mal den Boden unter meinen Füßen schwinden sah. Es ist die Freiheit, die du auf dem Besen empfindest. Seither konnte ich nicht mehr aufhören. Wirst du diese Strecken weiterhin fliegen? Ich fliege selbst, will ja nicht einrosten, aber mit Wettflügen gebe ich mich nicht ab. Du kannst es gerne auch versuchen. Jedenfalls hoffe ich, wir können bald mal wieder fliegen. Ich nehme an, du willst für ein Team spielen, aber welches und welche Position? Ich bin die Tochter meines Vaters, die geborene Jägerin. Wenn Black Quidditch nicht abgesagt hätte, wüsstest du das. Was Mannschaften betrifft, ich träume immer von den Holyhead Harpies. Nach der Schule werde ich es versuchen. Wenn sie mich aus irgendeinem Grund nicht nehmen, dann weiß ich auch nicht weiter. Dann ist es ja so, ne? Vielleicht entscheide ich mich dann für Kräuterkunde. Wenn es wirklich so kommt, kann ich genauso gut eine Alraune werden. Ich würde einfach nur noch schreien. Es hat Spaß gemacht, deine Rekorde herauszufordern. Das finde ich auch. Es ist wirklich schön, dass du hier bist. Du machst unserem Haus Ehre. Dankeschön. Pass gut auf dich auf. Und da ich jetzt keinen Bock hab... den ganzen Weg
zu fliegen, machen wir das so. Wir gehen da dann noch einmal kurz in den Raum der Wünsche. Glaube ich? Nee. Wir gehen in den Gryffindor, in den Slytherin-Gemeinschaftsraum. Und beenden das Ganze für heute. Dann haben wir heute nämlich wieder viel geschafft. Wir haben die Merlin-Rätsel abgeschlossen. Wir haben die Astronomie-Altare abgeschlossen. Wir haben die Riveio-Seiten außerhalb von irgendwas abgeschlossen. Wie geht's meinem Lieblingsfestpiloten? Wir haben die Duell-Herausforderung abgeschlossen. Und wir haben die Orte alter Magie abgeschlossen. Und die Quest, die wir gemacht haben, haben wir auch noch gemacht. Das darf man auch nicht vergessen. Ich habe den Rekord auf dem Südkorb gebrochen. Fantastisch! Der Besen flog also gut? Die bisher beste Verbesserung. Er fliegt wunderbar. Extrem wendig. Aber bei dem Tempo, das er jetzt erreicht, spüre ich den Wind zu sehr. Er verhindert, dass er sein volles Potenzial entfaltet. Natürlich! Das hätte ich mir denken können. Genau die Art von Bericht, die ich von Ihnen erwartet habe. Ha! Endlich weiß ich, wie meine letzte Verbesserung aussehen muss. Was werden Sie nach der letzten Verbesserung machen? Ich will Spindwitches zum beliebtesten Geschäft in Hogsmeade machen. Und ich würde gern mal wieder auf einen Besen steigen. Für den Nervenkitzel. Ich könnte nicht zufriedener mit unseren Verbesserungen sein. Wieder den Pessimisten. Die harte Arbeit hat sich gelohnt. Ja, gut. Ich freue mich schon auf unser Wiedersehen. Ich schicke Ihnen eine Eule, sobald ich fertig bin. Und nochmals, vielen Dank. Gerne. Ohne Sie hätte ich das nicht geschafft. Sieht sehr weihnachtlich aus hier, ne? Revelio. Mein Rat bei uns. Schön für Mr. Weeks. Mr. Weeks und ich sind ein gutes Team. Ja, solange wie du dafür bezahlst, was er tut, seid ihr ein gutes Team. Hast du recht. Jetzt. Wollen wir aber dahin fliegen? Wir gehen im Norden aus Hogsmeade raus, damit das jetzt näher vorkommt. Da ich mich jetzt ungern einfach teleportieren möchte. Andererseits ist es total dämlich, hier aus Hogsmeade rauszugehen. Rebellion. Konfrinto. Schade. Hier bin ich. Okay, gut, deswegen. Ich bin noch mit in Hogsmeade. Hopp. Fliegen wir an Hogwarts vorbei, an Hogsmeade vorbei.
machen die Kehrtwende, die echt super klappt, weil das Spiel auch total flüssig läuft gerade. Damit sind wir am Ende des Rebellion. Es blinkert etwas und es ist nicht der Baum. Nicht so besonders. Ist auch egal. Die Seiten können wir später noch suchen. Rebellion. Die können wir auch später noch suchen. Diese 500 nehmen wir noch mit. Die mir bislang einfach noch nie aufgefallen sind. Dann lassen wir die Schlange sich mal wieder erheben. Und auf einer Seite finde ich es irgendwie auch mutig, so mit dem Zauberstab rumzufuchteln und damit rumzulaufen. Aber das ist schon okay. Jetzt willst du mich veräppeln hier, oder? Dankeschön. Rebellion. Nee, hier kann ja eigentlich nichts sein, das ist ja Quatsch. So, und wie immer im Gemeinschaftsraum gehen wir in die Einstellungen. Speichern wunderbar ab. Und schließen das Spiel und beenden den Stream. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen, danke fürs Schreiben, danke fürs Lurken, danke fürs Dabeisein. Wünsche euch jetzt noch einen schönen restlichen Abend und bin damit dann jetzt auch für heute raus und sage bye bye.